Dankeschön. Geist der Freude. Und das ist wichtig. Wir brauchen Freude im Leben. Wenn wir keine Freude haben, keine Lust haben für gar nichts und so weiter, passiert auch in unserem Leben nichts. Meine Bibelstelle, die ich heute lesen möchte und betrachten möchte, ist 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freude, freut euch alle Zeit, oder abermals sage ich euch, freut euch. Also nochmals hat Paulus betont, also freut euch und habt Freude an Gott. Ja, Gottes Wort fordert uns auf, sich zu freuen, jederzeit, alle Zeit. Und das ist möglich, weil Gottes Wort es sagt. Ja, Gott verlangt nie etwas, was wir nicht tun könnten. Ja, in dieser Welt gibt es zwei Arten von Freude. Die Freude, die der Satan einem gibt, und die Freude, die Gott einem gibt. Ja, ja. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Bei Gott ist viel Vergebung. Freu dich über deine Vergebung. Freu dich, dass Gott dich führt, dass Gott dich leitet, dass Gott mit dir ist. Hab keine Angst. Satan gibt uns nur die Freude über die Sünde. Der erste Teil, was der Satan uns anbietet, ist asphaltiert, und dann kommt es natürlich raue Wege nachher, steinige Wege, holprige Wege. Ja, ist ein flüchtiger Genuss der Freude. Und der Brauch ist, ja, was Gott uns gibt, ist: Freu dich. Ja, nicht nur über irgendwelche niedrige Begierden, für die Augenblicke, ja, für den Bauch. Manche Leute freuen sich nur über das Essen, aber für uns ist die Freude, geht über das Essen weiter hinaus. Nicht nur Schadenfreude, nicht nur Neid, nicht nur Rebellion. Ja, man hat Angst, diese Freude könnte verloren gehen, die Freude, die wir in dieser Welt haben, und die geht auch verloren. Wir müssen alle Freuden dieser Welt begraben, früher oder später. Ja, die können wir nicht mitnehmen. Rost und Moss, Motten und Diebe fressen sie alles auf. Die Freude, die Gott uns gibt, ist ewig oder nicht begrenzt. Ja. Moses, von ihm heißt es einmal, er hat den flüchtigen Genuss der Sünde abgelehnt, Hebräer 11, Vers 25. Und er liebte lieber Schmach mit dem Volk Gottes zu tragen, als die Genüsse in Ägypten auf dem Pharaonenhof. Ja, die Gläubigen haben eine andere Freude, eine Freude aus dem Heiligen Geist. Und das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Frieden und Freuden. Ja, Römer Kapitel 14, Vers 17, da lese ich, ja, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Freude im Heiligen Geist, ja, die kann uns niemand nehmen, die ist innen drin, im Herzen, die habe ich oder habe ich nicht. Ja. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, freu dich, dass du Jesus kennst, dass du mit Jesus gehst, dass Jesus dein Herr ist, dass du dem Herrn Jesus vertrauen darfst, in kleinen und großen Dingen. Wenn wir seinen Geboten folgen, werden wir mit Freude erfüllt. Jesus sagt einmal in Johannes 15, Vers 10, bleibt in mir und ich in euch, und eure Freude wird vollkommen werden und sein. Nur wenn wir in Jesus bleiben, im Heiligen Geist bleiben, ist die Freude vollkommen. Ja, alles andere ist etwas Unvollkommenes, etwas Vergängliches, etwas Flüchtiges. Ja. Freude, dass ich Gebetserhörungen erleben darf, und das schafft mir vollkommene Freude. Ja, mein Gott lebt. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Halleluja. Ja. Johannes Kapitel 16, Vers 23, da heißt es, bitte den Vater in meinem Namen und er wird euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebetet. Bittet und ihr werdet empfangen und eure Freude wird vollkommen sein. Gebetserhörungen, ja, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, auch wenn die Zahnschmerzen sind und vielleicht andere Schmerzen oder was auch immer sein mag, ja, du hast erlebt eine Gebetserhörung, und für mich sind Gebetserhörungen Bestätigungen vom Himmel. Ja. Ohne Gebetserhörung ist meine Freude unvollkommen, ohne Wort Gottes, dass Gott nicht zu mir spricht, ohne seinen Beistand, ohne, ja, seine Offenbarung, seinem Trost, seinem Sieg, seinem Segen und die Ruhe in Gott, ist meine Freude nicht vollkommen. Aber ich habe alles, was ich brauche, in Gott. Ich muss nicht betteln, mach das. Ja. Wenn wir in Gott sind, freuen wir uns alle Zeit, auch wenn es mal schlecht geht, auch wenn es draußen regnet, auch wenn draußen schneit oder was weiß ich, Glatteis ist. Wir freuen uns alle Zeit über alles und an allem. Sogar an meine kleinen Kinder sehe ich, an meine Kinder, als sie klein waren, wir liegen auf dem Bauch und gucken auf dem Balkon nach den Ameisen, wie die arbeiten, wie die fleißig sind. Ja, man kann sich sogar über die kleine Ameise sich freuen. Wahre Freude ist Begeisterung an Gott, durch Gott, für Gott. Martin Luther hat einmal geschrieben, die Christen sind ein seliges, glückliches Völklein. Ja, glücklich, happy, ja. Sie leben ein anderes Leben.
obwohl Martin Luther selbst in Melancholie und depressive Stimmung oft war und kämpfte, ja, weil auch nicht gesundheitlich nicht so gut geht. Er sagte, Christen sind ein seliges Volk, die sich freuen im Herzen und rühmen und pochen und tanzen und springen. Christen sind ein seliges Völklein. Ja. Man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, der sich gottesfürchtig nennt und Christ ist. Ja. Das sind Christen, ein seliges, glückliches Völklein. Die Freude, nicht nur Schadenfreude, wenn die anderen daneben liegen. Vor Gott darf man auch lachen. Stell dir mal vor, du gehst in der Kirche, in der Hochkirche, katholisch, evangelisch, und dann fängst du an zu lachen. Ja, zu lachen. Du darfst vor Gott fröhlich sein. Ja, als der Jesus nach Jerusalem einzog, da haben die Jünger gelacht und die Menschen in die Hände geklatscht und so weiter. Und dann sagt der Herr Jesus, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Ja, Gott hat Humor. Ich weiß nicht, ob es für Sie geht, aber wenn ich manchmal mit meinen Kindern im Zoo war, den Affen mit dem langen Nasen, ja, die sehen ganz lustig aus, verstehst du? Ja, oder was weiß ich, die anderen Tiere, die komisch sind. Gott versteht Spaß. Gott ist nicht so prüde. Ja. Glaube ist nicht zum Weinen. Jesus verscheucht die Klageweiber und sagt, haut ab, ich kann hier nichts wirken, solange ihr jammert und klagt. Religiöse Menschen sind meistens, Entschuldigung, dass ich sage, tierisch ernst, als wenn sie Magenkrebs hätten oder was weiß ich, irgendwelche Verstimmung. Gottes Kinder sind glückliche Menschen, deshalb fängt das Evangelium im Neuen Testament, Markus Evangelium, glückselig sind die und die. Religiöse Menschen sind nicht traurig, ja, sind nicht depressiv. Sie haben manchmal Tiefpunkte, sie haben manchmal Schwierigkeiten, sie haben manchmal was zu ertragen, aber sie sind glücklich. Glückselig sind die. Lies mal das Matthäus-Evangelium. Glaube ist etwas, was mit Begeisterung zu tun hat, mit Stimmung, Entzückung, Euphorie, mit Jubel, Halleluja, Lob und Dank. Ja, egal was da passiert. Jesus frohlockte, er weinte auch, aber Jesus frohlockte auch. Jesus frohlockte, er sagte, Hurra, Halleluja. Er jubelte, Hurra. Wo man sich nicht freuen kann, da möchte ich nicht hin. Ich habe keine Lust, in Sachen hinzugehen, wo man traurig ist, depressiv ist, alle weinen, ja, wo man keinen Spaß haben darf, wo man nicht, ja, nicht lachen kann, wo Menschen verklemmt sind, belastet sind oder noch belastet werden. Wir kommen alle in die Hölle. Nein, wir kommen alle in den Himmel. Vergiss die Hölle, denk nicht an die Hölle. Ja. Häng nicht rum. Ja. Du musst dich als Christ nicht komisch benehmen und Spießbürger sein. Kleinkariert, so Haarspalterei, das darf man nicht in der Kirche Halleluja sagen. Ja, das solltest du an jeder Stelle sagen, Amen, Halleluja. Wir haben einen Pfarrer bei uns in der Gemeinde gehabt, in Stuttgart, der kam von der Paulskirche in Frankfurt am Main. Und wir haben einen alten Bruder, der, ja, wir haben gesagt, wir haben heute einen Pfarrer da, wir müssen vorsichtig sein. Ja, und dann sagt er, Amen, ja, ich höre gleich auf. Ja. Und der sagt, nein, Bruder, predige, du sagst eine große Wahrheit. Ja? Und wir sollen Halleluja sagen dürfen und können. Ja, die Freude für dein Leben, freu dich. Nur komische Leute, fromme Leute können sich nicht freuen. Die sind so bitter, ernst, tierisch ernst, ja, was auch immer ist. Freu dich an Gottes Führung. Gott will, dass wir uns freuen, dass unser Mund voll Lachens ist, ja. Und Gott liebt keine verklemmten Menschen, ja, die nicht lachen können. Du sollst lachen, Halleluja. Ja. Christen sind ein seliges Volk, Völklein, hat Martin Luther gesagt. Sind lustige Leute, die freuen sich, auch wenn es ihnen schwierig das Leben ist. Ja. Ein fröhliches Volk. Der Kämmerer nach seiner Taufe, der zog fröhlich seine Straße weiter. Nicht depressiv, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt darf ich das nicht mehr und das nicht mehr und jenes nicht mehr. Nein. Du darfst alles, aber du brauchst nicht mehr alles. Ja. Der Glaube ist nicht zum Heulen, zum Jammern und zum Klagen. Einen Bekehrten muss man nicht bedauern, verstehst du? Im Gegenteil, du freust dich mit ihm. Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut oder getan hat. Ja, freu dich. Ich kann mich freuen. Ja, nicht mitleiden. Jetzt darf ich das nicht, jetzt darf ich jenes nicht. Ja, du brauchst vieles nicht mehr. Ja, und du hast nichts mehr zu bereuen. Das Leben ist vorbei. Ja, wenn die Lebensqualität steigt, steigt auch die Lebensfreude. Ja, leider verändert sich bei vielen Menschen nichts
nach der Taufe, nach der Bekehrung, ja, jetzt sind Sie ganz fromm, Betbruder und Betschwester. Nein, du bist im Klimpeles-Verein. Halleluja. Ja, und du darfst Gott loben und preisen, tanzen und jubeln vor dem Herrn. Es ist so wichtig, dass sich bei Christen was verändert, dass sie nicht mehr weiter jammern, nicht mehr weiter klagen. Du hast die Farbe gewechselt und den Inhalt, ja, du hast die Farbe gewechselt. Plötzlich ist da Freude, Jubel in deinem Herzen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Echte Christen leben unbesorgt, leben wie die kleinen Kinder, sind glücklich, happy. Ja, sie leben in der Einfalt des Glaubens, sie haben Humor. Ah, der liebe Gott hat auch viel Humor in dieser Welt. Schau doch die Natur an, wie schön bunt und farbig alles so ist. Ja. Du hast Freiheit. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ja. Du freu dich so, als wenn du im Lotto gewonnen hättest, wenn du Gott gefunden hast. Ja. Aber so viele Christen sehen aus, als wenn sie gescheitert sind. Ich habe mich bekehrt. Ja, ich habe mich bekehrt. Da ist nichts passiert. Ja, du hast die Farbe gewechselt, lebt nicht mehr in dem alten Trott weiter wie bisher und wie vorher. Da ist was passiert, es ist eine neue Schöpfung, da ist Frühling geworden, da geht was auf, da grünt und dergleichen. Ja, fang an zu lachen. Und in der meiner Bibel heißt es, wenn die Erlösung heimkommen, ihr Mund wird voller Lachen sein. Du darfst lachen über dich selbst, über die Vergangenheit, was alles passiert ist, ist alles vorbei. Ja, das gibt's nicht mehr. Und du hast Distanz zu der Sache bekommen, du hast dich bekehrt, du bist weg von dem ganzen dummen, blöden Zeug. Du hast dich bekehrt. Ein Mensch hat erst zu sich gefunden, wenn er selbst lachen kann, über sich selbst, nicht über die anderen oder schadensfroh sein. Ja, erst dann ist er wirklich frei, wenn er sagt, oh, welch Glück, welch Glück, welch Glück, welch Glück. Ja. Verdrießliche Menschen, brummige, grau, griesgrämige, gereizte, grantige Menschen, sind unausstehliche Menschen, die braucht der Himmel nicht, da hat er genug. Ja, diese griesgrämigen, ja, unausstehlichen Menschen, die sind keine gute Reklame für Jesus. Glückliche Menschen, happy Leute, ja, als wenn sie im Lotto gewonnen hätten. Diese Menschen sind für den Himmel willkommen. Viele können nur schadenfroh sein, aber sie können nicht innenfroh sein, innen drin lächeln, freudig sein. Menschen, die das seelische Gleichgewicht verloren haben, innere Ausgewogenheit nicht mehr haben, diese geistliche Balance, die sind zu nichts gebrauchen. Ja. Welch Glück ist erlöst zu sein. Ich möchte nicht nur Betbruder und Betschwester sein. Ja. Ich bete und ich singe und preise Gott und so weiter, aber ich möchte mein geistiges Gleichgewicht behalten. Glücklich sein, happy sein, ausgewogen sein. Viele Christen haben das Lachen verloren. Die kindliche Freude, ja, sie sind sakral geworden, sie stehen vor dem allmächtigen Gott. Ja, heilig ist der Herr. Ja, sind zu heilig für diese Welt, unbrauchbar. Ja, wenn du lustig bist, Halleluja. Die Südländer können die Freude schneller ausdrücken als die nordischen Völker. Ja, die winken schon vom Weiten, happy sind sie und sagen Hallo. Christen ohne Freude. Für mich, wenn Christen keine Freude haben, da denke ich gleich von vornherein, brauche ich gar nicht viel fragen, da stimmt bei denen was nicht. Irgendwas ist faul. Freude ist ein Gefühl, eine Hochstimmung. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Auch wenn ich vielleicht gar nichts habe. Ja, echte Freude hat nichts mit Mentalität oder Temperament zu tun. Es ist eine Herzenssache. Ja, sei lustig, fröhlich, freudig am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Was heißt? Ich würde Jesus am liebsten umarmen und küssen und was weiß ich, ja, die Freude des Herzens. Ein gesunder Mensch freut sich, er kann lachen, auch wenn er verletzt wird mal und so weiter. Er verträgt Spaß, ja, verstehen Sie Spaß. Die meisten Leute verstehen keinen Spaß, auch im Natürlichen. Ja, wird nicht so ärgerlich, so tierisch ernst, so tierisch fromm. Ja, fang an auch glücklich zu sein, selig sind, lies mal Mark. Der Matthäus-Evangelium, was es heißt, die geistig Armen oder die und Traurigen und so weiter, die glückselig sind, die traurig sind, die sich freuen können. Ja? Jesus sollte den Jüngern verbieten, haben die Pharisäer gesagt, verbieten, Hosianna zu rufen. Ja? Jesus lässt die Jünger weiter jubeln. Ja? Das Jubeln, das Jauchzen tut den Menschen gut. Verbiete deinen Jüngern, dass sie so kindisch benehmen, ja? Dass sie so glücklich sind. Ja?
Sie sind wie Betrunkene vom süßen Wein. Ja, sie können sich freuen. Ja. Als wenn sie Drogen genommen hätten oder was auch immer ist, happy zu sein. Das ist, was Jesus will. Du brauchst Freude. Und wo Freude ist, ist auch Lärm in aller Liebe. Ja. Da freust du dich, Halleluja. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Und Jesus sagt, ich werde nicht früher kommen, bis er nicht ruft, Hosianna. Jesus gibt uns eine ansteckende Freude, Lebenslust. Und wenn du Freude hast, kannst du das Leben managen, alles machen. Ja? Und zwar unverstellte Freude. Im Geschäftsleben, da lernt man, keep smiling, Zähne zeigen, lustig sein. Aber das ist falsche Freude. Ja? Die Freude ist gleich verdächtig. Ja, Freude ist, ja, ist ansteckend. Wir haben mal eine Aktion gemacht mit unserer Jugend in Stuttgart. Und wir sind in der Straßenbahn gefahren und da hat einer angefangen zu lachen und plötzlich kichern alle im Zug, ja, alle, ja, lach und du lachst, alle lachen mit, weine und keiner will mit dir was zu tun haben. Freude will verteilt werden, ansteckend sein. Jesus schenkt uns eine ansteckende Lebensfreude, freu dich am Leben, sogar an Kleinigkeiten, so wie meine Enkel, die freuen sich an den Ameisen, ja, guck mal, wie fleißig die sind, die Ameisen, ja. Vergiss dein ganzes kritisches Denken. Die Deutschen sind so kritisch, nörgeln ständig. Das sind die Deutschen, in aller Liebe. Geh zu anderen Völkern und studiere mal diese Völker. Ja. Aber das kritische Denken bringt dich nicht weiter. Mit einem kritischen Geist kommst du nicht weit. Ja. Da zerstörst du dich selbst. Da wirst du verbittert. Oh, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Ja. Und niemand kann dir gut tun. Ja. Ich bin heute nur ein Gehilfe zur Freude. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn er Fehler macht, auch wenn er Schwierigkeiten hat. Christen sind ein seliges Völklein, hat Martin Luther gesagt. Halleluja. Ein seliges Völklein. Ja. Auch wenn sie nur ein paar sind, sie hören auf Jesus, sie hören auf den Heiligen Geist. Sie haben ihre Existenzberechtigung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Ja. Und das ist kein Schrott. Das ist was lebenswert, ja. Höre nicht auf diese traurigen, miesgrämigen Leute, sei brennend im Geist, wird am Mittwoch meine Botschaft sein. Sei brennend im Geist, freu dich am Herrn. Klatsch in die Hände, ihr Völker, heißt es einmal in der Bibel. Wer das Evangelium begriffen hat, dem fällt das Lachen nicht mehr schwer. Ja, bei dem ist die Freude keine Fassade, keep smiling, dass man die Zähne zeigt. Ja, das ist die Substanz seines Lebens. Gottes Volk ist ein seliges Volk. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes, wir sind Gottes Auserwählte. Freu dich, egal. Ja, je mehr du freust, desto gesünder wirst du, in aller Liebe. Traurige Menschen werden nicht gesund, in aller Liebe. Die können Tabletten schlucken, so viel sie wollen, sie werden nicht gesund. Aber fröhliche Menschen, die Freude macht uns gesund. Als Kinder Gottes sind wir was Besonderes, was Einmaliges. Wir sind Prinzen, Königskinder, Königskinder, ja. Wir dürfen unsere Freude offen ausdrücken. Halleluja. Ja, ich höre auf. Nein, nein, mach weiter. Das ist doch wunderbar. Ja, wir müssen uns nicht schämen für das, was wir sind, was wir haben und was wir einmal sein werden. Wir werden Königskinder sein. Wir werden mit Christus regieren. Unsere Freude, unsere Begeisterung ist berechtigt. Ja, freudig. Auch das Sterben. Für viele Leute ist das Sterben eine Katastrophe. Ja, der ist verstorben, die ist verstorben, jener ist verstorben. Nein, die sind heimgegangen, die sind bei Jesus. Ja, sie trinken Kaffee und tanzen, jubeln und jauchzen, dort beim Heiland. Nur wir müssen noch alles durchmachen. Der Glaube macht glücklich und unser Glück kommt von innen her, nicht von außen. Von innen her. Das, was du innen drin hast. Wir haben Schmetterlinge im Bauch. Stell dir mal vor, Schmetterlinge im Bauch. Wir sind in Jesus verliebt. Goethe hat einmal gesagt, glücklich allein ist das Herz, das liebt. Ja, wir sind verliebt in Jesus, König Jesus. Ja, wir haben den Prinzen Gottes. Ja, wir haben Jesus. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Ja, und wir tauschen uns gegenseitig aus. Ja, wir sind wie kleine Künstler. Wir haben rohes Material. Ja, wir haben diesen Steinblock und wir bearbeiten diesen Steinblock einmal Farbe und dann versprühen wir diese Farbe und vermalen diese Farbe. Da wird was aus diesem Leben. Wir machen was aus diesem Leben. Auch wenn wir nur Steine haben und nur ein bisschen Farbe haben. Ja.
Du hast die Leinwand und die Farben und dann malst du das Bild, dann malst du Jesus. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Ja, Herr, durch dein Blut. Obwohl das, was Furchtbares war, ist der Kreuzestod von Jesus, aber wir sind glücklich erlöst. Und das ist ein Glück, ja. Glücklich ist man im Herzen. Du darfst jetzt dein Leben gestalten. Wir haben jetzt eine lebendige Beziehung mit Gott. Ich bin ein Königskind. Ich bin göttlich. Ich spreche himmlisch, wenn ich in Sprachen bete. Ich spreche nicht mehr Deutsch. Interessiert mich dieses Kauderwelsch nicht mehr. Deutsche Sprache ist eine schwere Sprache, aber die himmlische Sprache ist so was Leichtes. So plappern, einfach im Geist. In Jesus hast du und findest du alles, was du willst und brauchst. Ja, durch ihn darfst du anders denken. Ja, und ganz Danke sagen. Danke für das, danke für das, danke für das, danke für das. Du hängst nicht mehr so rum. Ja, du hast gute Gedanken, fröhliche Gedanken, glückliche Gedanken. Ja, das Volk Gottes ist ein seliges Völklein, hat Martin Luther gesagt. Ich mag das seliges Völklein. Ja, wir sind nicht mehr verdammt, verflucht, verhext. Ja, und da ist nichts mehr, was uns erschrecken könnte. Ja, Volk Gottes, das sind Heilige, das sind Vollkommene, ja, und das nicht aus sich selbst, sondern durch die Gnade Gottes. Gott hat zu uns Ja gesagt, freu dich, ja, die Freude für dein Leben, das ist mein Thema heute, ja. Selbst wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du vor Unmöglichkeiten stehst, ja, du kannst dich freuen, auch das werden wir überwinden, auch das geht vorbei, auch das ist, ja, vergänglich, auch das werden wir beerdigen, ja. Selbst wenn wir nichts haben, wir sind glücklich. Ja, wir sind eine kleine Schar, aber wir sind glücklich in Jesus Christus. Wir können nicht alles, wir brauchen nicht alles und wir müssen nicht alles. Ja? Und wir sind auch nicht perfekt. Und trotzdem sind wir glücklich, auch wenn wir nicht perfekt sind. Ja? Wir sind Freunde Gottes. Ja? Lieblinge Gottes sind wir. Wir sind was Besonderes. Ja? Ich bin ein Partner von Gott. Glücklich, ja. Und das macht mich glücklich. Ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist auf Erden schon mein. Ja. Wir sind Partner von Gott. Und das macht uns selig. Und das gibt mir Frieden. Und das gibt mir Glück. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Und das ist die Gesundheit für die Seele. Die Freude am Herrn macht dich gesund. Deshalb freu dich so viel du kannst. Ja, an deinem Gott, an deinem Heiland, an seinem Wort, an seinem Geist, an die Gemeinde, an ja, was auch immer ist. Jesus hat in der Bergpredigt oder im Neuen Testament insgesamt 39 Seligpreisungen. Glückselig, glückselig. Ja, im Neuen Testament 39 Seligpreisungen. Selig sind, die vergeben können, die loslassen können, die alles begraben können, die alles vergessen können. Ja, wer eine Zukunft haben will, der muss zuerst mal seine Vergangenheit hinter sich lassen. Alles hinter mir, vergiss die Sintflut. Ja, guck mal, wie schön die Welt da ist, da hinten. Ja, wer eine Zukunft haben will, der muss zuerst mal seine ganzen Sünden vergessen. Und meine Sünden sind versenkt, wo das Meer am tiefsten ist, Mariannengraben oder am Toten Meer. Ja, viele versagen, weil sie das nicht begreifen. Freu dich über deine Sündenvergebung. Freu dich über deine Sündenvergebung. Unser Hauptübel ist die Nachlässigkeit, die Faulheit und Trägheit, unsere Gleichgültigkeit und sich einfach schweigen, alles in sich schlucken, depressiv werden. Vergiss, ich habe diese Tage über Depressionen gesprochen. Überwinde deine Depression. Hör diese Predigt mal an. Ja. Unser ganzes großes Hauptübel ist, dass wir uns deprimieren lassen, entmutigen lassen, uns nicht freuen. Das preis einfach. Fang an, in deiner Wohnung, im Badezimmer zu tanzen. Ja, mach nichts, zieh wenigstens nicht die Holzklotzen an, sondern barfuß, damit der Nachbar unten nicht gestört wird. Tanzen, freu dich. Christen sind ein seliges Volk. Sie sollen dazu stehen und man sollte sie ernst nehmen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, so wie die Seligpreisungen. Der Gerechte wird sein wie die Sonne, die aufgeht. Wenn wir die Seligpreisungen lesen, sehen wir, was wir bekommen und was uns aufgetragen ist. Viele können niemals selig, glücklich und heilfroh sein, weil sie sich nicht freuen. Sie haben an allem was auszusetzen, immer das letzte Wort wollen sie haben. Ja. Weil sie die Bedingungen für die Seligkeit übergehen. Selig sind, die arm sind vor Gott. Ja. Weißt du,
glücklich ist, wenn du nichts hast. Du musst nicht so viel putzen, du musst nicht so viel arbeiten. Ja, du kannst deinen Weg stehen. Selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, selig sind die keine Gewalt anwenden, die nichts mit Gewalt erreichen wollen und so weiter, denn sie werden das Land erobern oder ererben. Selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig sind die Barmherzigen. Du nimmst, wenn du die Hose willst, nimmst auch das Hemd gleich mit. Da muss ich nicht mehr so viel waschen. Ja, mach weiter. Denn sie werden Erbarmen finden. Selig sind die reines Herzen, sind die Herren ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ja, reines Herz, reine Gedanken. Selig sind die Friedfertigen, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das sagt Jesus. Ja. Selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und selig ist derjenige, den das Leben umarmt. Ja, bei vielen Menschen läuft das Leben weg. Ja, selig wären wir hier, und das gilt für Männer wie für Frauen, die aus Jesus ja, verändert worden sind oder durch Jesus. Ja, und viele, die Jesus kennen, haben Skandalgeschichten. Der will fromm sein, der kommt. Ja, lass die Leute dich als betiteln, was sie wollen. Du weißt, wer du bist. Dir gehört das Himmelreich. Du bist angekommen, wenn die Menschen dich nicht mehr verstehen. Und solange die Menschen dich noch verstehen und sagen, ja, guck mal an, der und die. Nein, vergiss das alles. Ja. Selig sind die, die Jesus verstehen. Selig sind die. Christen sind ein seliges Völklein. Ja, eine glückliche Familie. Die haben nichts, aber die haben alles, was sie brauchen. Und die danken Gott, dass sie so viel haben, obwohl sie gar nichts haben. Die danken Gott. Ja. Die freuen sich im Herzen, rühmen, pochen und sagen, Gott sei Dank, dir sei Ehre, Gott, in alle Ewigkeit. Die springen. Diese Gottesfreude ist die Frucht des Heiligen Geistes, steht in der Bibel einmal. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Freude durch den Geist Gottes. Sie wirkt sich auf das natürliche Leben aus. Ja. Wenn du konsequent Jesus nachfolgst, wirst du von dieser Freude überstimmt. Welch Glück, Halleluja, ist erlöst zu sein. Und Jesus ist der Freudenmeister, Freudengeber. Ja, er ist der Wasser in Wein verwandelt, deine Tränen in Jubel verwandelt. Ja, er macht es. Wir müssen uns diese Freude nicht selber fabrizieren und anstrengen. Ich will mich freuen. Und dann zeigst du die Szene wie das Mädchen an der Kasse. Vergiss es. Du musst nicht diese Freude nicht demonstrieren äußerlich. Die ist entweder in dir drin oder du hast es nicht. Ja. Wenn ich doch die kleinen Kinder anschaue, ich habe meine vier kleinen Kinder mal angeguckt, als sie noch klein waren. Die haben gelacht, selbst wenn sie geschlafen haben, gelächelt, ja, geträumt. Ja, und Kinder können sogar noch im Traum, im Schlaf noch lächeln. Sie sind glücklich. Aber sobald man erwachsen wird, wenn man bitter, sauer, was auch immer ist, ja. Kleine Babys, die können noch träumen. Jesus schafft Freude selbst über den Tod hinaus. Wir müssen nicht traurig sein. Wir können alles in Gottes Hände legen und Gott alles abgeben. Freude, ja, geht über unseren körperlichen Zustand hinaus und der körperlichen Zerfall. Auch wenn wir älter werden, wir können uns freuen. Es ist Freude Gottes, ja, die aus der Ewigkeit kommt und unser Herz erfüllt und unserem Leben einen ganz anderen Glanz verleiht. Freude Gottes überdauert den Tod. Ja, da gehst du in die Ewigkeit, du schaust den Heiland. Ja, und für dich ist Sterben keine furchtbare Geschichte. Die Freude in Jesus ist unvergänglich. Das ist ein Gefühl. Ich bin glücklich. Ja. Die Erlösten werden heimgehen mit dem Lachen. Ja. Die wollen nicht mehr zurück. Wenn ich so manche Leute Nahtoderfahrungen lese, da haben sie geschrieben, warum habt ihr uns zurückgeholt? Es war so schön, grüne Wiese, Blumenwiese, was da auch alles war. Es war so schön. Warum habt ihr uns zurückgeholt? Wir müssen wieder dieses bittere Leben fristen. Ja. Die Welt bietet uns nur vergängliches Gefühl, aber Jesus bietet uns unvergängliches Glück. Die Freude hält selbst dann an, wenn Schmerzen da sind. Diese Freude ist dauerhaft. Ja. Freude für dein Leben. Diese Freude ist da, wenn Verfolgung ist, wenn du Entbehrungen hast. Diese Freude ist da,
Wenn Krankheit und Leid uns führt, die Trauernden werden getröstet werden. Steht in meiner Bibel. Und die Freude ist da, wenn du sogar durchs dunkle Tal gehen musst. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja? Wenn wir abmagern, wenn wir ans Bett gebunden sind, wenn wir nichts mehr von der Welt weg wahrnehmen, ich freue mich auf Jesus, ja, auf diesen Heiland, der auf mich wartet. Ja. Wenn dieses Leben nicht mehr lebenswert ist, wir haben ein anderes Leben von Gott bereitet für die Ewigkeit. Ja, wahre Christen sind trotzdem voller Freude, sie sind selig. Ein seliges Völklein sind sie. Sie sind sehr selig. Ja. Sie haben die Freude an Gott, denn er ist die Kraftquelle ihres Lebens. Ja. Er ermöglicht diese unfreundliche Situationen zu überwinden, geistliches inneres Gleichgewicht zu erhalten. Der Glaubende weiß, mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Ja? Und mit Jesus gehe ich auch hoch. Der Glaubende hat Jesus an seiner Seite, auch wenn er ganz allein in dieser Welt ist und niemand mehr hat und niemand ihn mehr bedauert und mehr jammert. Der Glaubende kann inmitten der Probleme sich freuen, wie ein Gockel auf dem Misthaufen. Ja, der kann sich freuen und Kikiriki rufen. Der ist glücklich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das werde ich auch noch morgen darüber sprechen. Ja, Gemeinschaft mit Jesus ist meine Botschaft morgen. Ja, das ist eine der grundlegendsten Grundwahrheiten überhaupt. Gott will, dass wir Freude haben, und zwar in allen Facetten, egal wo wir sind, auch wenn wir auf dem Misthaufen sind, wie der Gockel. Ja. Da begrüße den Tag, freue sich, dieser Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Egal wie es uns geht, egal wie wir uns fühlen, die Freude am Herrn. Christen sollen in allen Lebensphasen großzügig sein. Ich verschenke mich. Der liebe Gott hat mir so viel gegeben, hat mir so viel anvertraut. Ich bin ein Königskind. Ja, und ich freue mich. Freigebigkeit ist ein Zeichen der Freude. Ja, sich verschenken dürfen. Und das macht einen wirklich froh und glücklich. Ja, Gott schafft neues Leben, wo Christen selbstlos sind, wo sie Freude und Liebe weitergeben. Nehmt. Ich brauche das alles gar nicht mehr. Ja, drüben habe ich alles, was ich brauche. Das für mich eine Wohnung bereitet, ein Apartment, möbliert sogar. Ja, ja. Freu dich über die Herrlichkeit. Die meisten Leute können sich nicht über die Ewigkeit freuen. Und wir verteilen in Frankfurt am Oder Traktate und da ladet jemand ein. Komm, möchten Sie nicht in den Himmel kommen? Nein, nein, ich will noch nicht sterben. Die meisten Leute haben Schiss vom Sterben. Ja. Wir gehen nach Hause. Wir müssen diese Welt verlassen. Und das ist ein Gesetz der Natur, dass wir die Welt verlassen. Ja. Wo wir dann Freude bei Gott bekommen, unvergängliche Freude, bleibende Freude. Ja. Christen sind ein seliges Völklein. Sie haben die Ruhe in Gott, die Ruhe weg. Gut, jeder möchte noch leben. Jeder möchte noch das Leben genießen. Aber was ist es? Es ist nur Mühe und Arbeit. Ich beglückwünsche alle Menschen, die schon in der Ewigkeit sind. Entschuldigung, dass ich so denke. Ja. Die haben keine Kämpfe mehr, keinen Stress mehr, ja, keine Arbeit mehr. Was weiß ich, was sie alles nicht mehr haben. Ja. Sie haben die Ruhe Gottes. Sie wissen, wir werden auferstehen und wir werden weiter die Güte Gottes genießen und uns gut gehen lassen. Ja. Sie haben den Frieden Gottes und diesen Frieden kann uns niemand nehmen. Jetzt, solange ich noch lebe, kann mir der Friede genommen werden. Da kann mir eine Laus über die Leber laufen, ja, und es ist alles vorbei. Aber wenn ich in der Ewigkeit bin, kann mir diesen Frieden niemand mehr nehmen. Ja? Ich bin in Gott geborgen für Zeit und Ewigkeit. Martin Luther hat weiter gesagt, man findet keinen fröhlicheren Menschen als den gottesfürchtigen Christen. Keinen fröhlicheren Menschen als den gottesfürchtigen Christen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ja? Gott gibt uns echte Lebensfreude, Sinnesfreude, ja? Und nicht nur Essen und Trinken. Manche Leute denken nur, saufen und fressen, das ist mein Glück, vergiss das alles. Ja? Die Freude Gottes ist die Umwandlung der Kraft Gottes. Ja? Ich habe keine Angst mehr, nichts kann mich innerlich mehr lähmen. Ich bin ein Optimist. Ja, Optimist. Und wir wissen, Gott hat die Kontrolle über unser Leben.
Ich predige das Evangelium und die meisten Leute wissen gar nicht, was das Evangelium ist. Vergiss es. Ja. Die Seligen leben unter der Gnade. Sie wissen, Jesus hat alles für mich getan. Und wenn ich einmal bei ihm bin, werde ich nichts mehr fragen, nichts mehr wollen, nichts mehr wünschen. Ja. Und das ist alles bezahlt. Ja. Alles vollbracht. Alles serviert, schon fix und fertig. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch, beten im Psalm 23, aber wir wissen gar nicht, was es ist. Verstehst du? Im Angesicht meiner Feinde erlebe ich mein Glück. Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, spricht er immer von einem Hochzeitsfest. Und am Hochzeitsfest wird nicht gespart. Da verschuldet man sich lieber. Da ja, trinkt man nicht nur Selters und isst man nicht nur Knäckebrot. Ja, da gibt es alle möglichen Kuchensorten. Was auch immer ist, ja. Wahre Christen sind schon von der Freude erfüllt. Und im Englischen haben wir ein schönes Lied gesungen. I have joy, 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 joy down in my heart. Ja, ich habe Freude, Freude, Freude in meinem Herzen. Ist das wirklich der Fall? Die Freude für dein Leben. Wir singen einmal ab und zu mal so ein schönes Lied. Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Ja, und dann immer Sonnenschein. Manche Leute kritisieren uns, die sagen, ja, du hast nicht immer Sonnenschein. Aber wenn du mit Jesus gehst, dann ist jeder Tag ein Tag der Herrlichkeit. Ja, joy, joy, joy. Ja, I am happy, so wäre happy. Ja, alle Tage Sonnenschein. Ich darf mich an meinem Gott freuen. Ich muss nicht unterdrücken, als wenn ich Krebs oder Magengeschwür hätte. Ja, ich darf glücklich sein. Ich muss mich auch nicht verkrampfen und mich verstellen. Und mir auch nicht zwingen, glücklich zu sein. Gott liebt mich, auch wenn er nichts von mir hat. Auch wenn er mit mir nur Arbeit hat. Auch wenn ich ihm Kummer mache, ja, und Probleme bereite. Gott liebt mich trotzdem. Und ich darf mich freuen, kindlich freuen und Hosianna rufen. Die wahre Freude und Seligkeit hängt nicht ab von meinem Temperament, ob ich Südländer oder Nordländer bin. Ja, hängt nicht ab von meinen Emotionen. Die wahre Freude hängt nicht ab von meinem Charakter, ob ich Sanguiniker bin oder Melancholiker oder Phlegmatiker. Ja, hängt auch nicht ab von meiner Stimmung, ob die Musik laut oder leise ist. Ja, hängt auch nicht ab von meiner Verfassung und meinen Leistungen oder von meinem Bibelverständnis. Ja, oder von meinem Persönlichkeitstyp. Ich bin glücklich. Ja, Christen sind ein seliges Völklein, weil sie einen Vater haben. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und er kümmert sich um mich. Er ist für mich da. Ja, und er hilft mir. Ich darf jederzeit zu ihm nach Hause kommen. Ja, die Freude der Christen ist nicht eine laute Freude, die man betonen muss. Besonders. Nein, einfach still. Einfach still im Herrn sich freuen. Welch Glück ist erlöst zu sein. Hat nichts mit Lautstärke zu tun. Die Seligkeit, die innere Harmonie, dieses Einssein mit Gott, der innere Wohlklang, ist etwas, was der Heilige Geist einem schenkt. Ja, wer Jesus hat, der hat auch Spaß am Leben. Der will leben. Er lebt und ich soll mit ihm leben. Ja, Spaß am Göttlichen, Spaß an Bibel, an der Bibelauslegung. Ja, wie sieht der göttliche Spaß aus? Gut, dass du fragst. Ja, Freude für dein Leben, da ist jeder Tag ein Geschenk. Da bist du dankbar. Ja, da ist jeder Tag eine Neuauflage. Mit Gott kannst du über den Schatten springen. Da kannst du Dinge ganz normal nehmen, wie sie sind. Ja, danke Herr für dies. Danke für die Ameise. Danke für den Schmetterling. Danke für den Kaktus. Für was auch immer. Ja, danke. Du kannst für alles danken. Ja, die Freude am Herrn. Du kannst allen vergeben, vergessen und loslassen. Komm, nimm das alles mit. Deine Wunden können besser heilen, wenn du glücklich bist. Bei traurigen Menschen heilen selbst die Wunden nicht einmal, fragt ein Arzt. Ja. In den Abschiedsreden Jesu, in Johannes Kapitel 16, spricht Jesus mit den Seinen und redet über seine Jünger. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Jesus möchte nicht, dass die Freude dir genommen wird, auch wenn du das Kreuz siehst und leiden musst. Und das ist Gottes Seligkeit, die dir niemand nehmen kann. Gottes Freude ist unerschütterlich. Ja, kann niemand erschüttern. Ich freue mich. Auch wenn ich Schwierigkeiten habe. Diese Seligkeit ist ein Zustand meiner Seele. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Preis Gott. Es ist eine Beschaffenheit meines Wesens, ja, meines Ichs,
meine Persönlichkeit, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Ja. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja. Es ist Teilhabe an seinem Leben, es ist etwas Ewiges, etwas aus der Ewigkeit hier. Ja. Die alte Kirche, also die Urchristen, die sprachen noch vom Osterlachen. Halleluja, Osterlachen. Kannst du lachen und dich freuen, Jesus lebt, Halleluja, oder dann lachen? Weißt du, die ersten Christen haben gesagt, 3, 4 und dann haben sie losgelacht. Ja, Osterlachen. Ja. Weil Jesus den Tod durch sein Sterben besiegt hat, haben die Christen was zu lachen. Ja, sie haben Freude, auch wenn sie sonst nichts zu lachen haben. Wahre Christen haben eine andere Basis der Freude, der Seligkeit und des Triumphs. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Menschen, die Gott finden, steigen auf wie die Adler. Ja, und sie werden erquickt, sie erleben Freude, sie sehen was Wunderbares, was die Natur alles hat, was die Natur alles hergibt. Ja. Osterlachen. Wann hast du ein Osterlachen gehabt? Durch den Heiligen Geist. Echte Christen und Seligkeit beginnt mit der Ehrung Gottes. Euch ist heute der Heiland geboren. Das war Weihnachten. Ja. Gott will, dass du ihn ehrst, ja, dass du ihn anbetest. Der gläubige Mensch freut sich über Gott, ergötzt sich an Gott. Das ist Freude, sich an Gott ergötzen. Ja, um den Altar rumtanzen, begeistert sein von Gott. Hab deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja. In der Bibel heißt es weiter, komm vor sein Angesicht mit Freude, mit Frohlocken, dass du in die Hände klatscht, dass du tanzt, dass du jubelst, dass du hüpfst, ja, mit Frohlocken. Steig auf zu ihm, ja, nicht nur, ja Herr, ich danke dir, es ist gut bei dir zu sein, wunderbar, Amen. Nein, hüpfe, jubel und jauchze, ja, dann steigst du auf. Ja, sorge für deinen Aufstieg in deinem Leben. Freude ist Gleichklang mit Gott. Ja, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, mit Jubel und Jauchzen. So wie es deiner Seele geht, so geht es dir wirklich, ja, deinem Körper und deinem Geist. Wer ein glückliches Herz hat, der hat auch eine glückliche Hand, der ist ein Gesegneter, ja, der freut sich, ach, es ist so schön, Kind Gottes zu sein. Bist du schon bei den Seligen? Ja, geht es deiner Seele gut? Was macht deine Seele? Bist du bei den Seligen schon? Echte, wahre Gläubige sind fröhliche Menschen, Halleluja. Bekehrte sind Optimisten, geisterfüllte Menschen singen viel in Sprachen, singen ein neues Lied, das Lied des Moses, das Lied der Erlösten, das Lied der Seligen. Ja. Glückliche Menschen widerstehen jeder Erkältung, werden nie heißer. Ja. Zufriedene und geisterfüllte Menschen besitzen eine höhere, bessere Widerstandskraft gegen Krebs oder was anderes. Diejenigen, die glücklich sind, ja, die können der Krankheit widerstehen. Dagegen unglückliche Menschen sind häufig krank. Die Arbeit schmeckt mir nicht, das schmeckt mir nicht, die Umgebung schmeckt mir nicht. Ja. Und sie werden ständig krankgeschrieben und werden auch krankgeschrieben. Ein stark positiv gefärbtes Gefühlsleben ist die beste Medizin gegen sämtliche Erkältungen, Erkrankungen, gegen Versagen, gegen Scheitern im Leben. Ja, mein Thema ist Freude für dein Leben. Ein negatives Gemüt, ja, leidet ständig an Entzündungen, welcher Art auch immer. Ja, ein seliges Volk sind die Menschen, die Freude haben, die überall ein Zeichen Gottes sehen. Gott hat mich lieb. Ja. Erlöste singen, sie können singen und sie wollen auch singen. Erlöste, sie haben keinen Stimmbruch. Psalm 33, Vers 1 und die nächsten Verse, da heißt es, jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf die Laute, spielt ihm auf der 10-seitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, singt und spielt auf euer Bestes. Ja. Volk Gottes ist ein seliges Volk. Wir haben nicht empfunden von dieser Welt. Ja, sie singen, sie spielen, sie jubeln und jauchzen. In Römer Kapitel 14, Vers 17, da lese ich, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja. Seliges Wissen, Jesus mein, hat Fanny Crosby gesungen. Begeistert sein von Jesus. Singen entmachte den Teufel. Ja,
die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Ja, fang an, Gott zu lieben und sing und preis dem Herrn. Ja, singen bringt Schwung und Stimmung in dein Leben. Lass die Saat des Negativen nicht in dir aufgehen. Ignoriere, singe, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn du krächst. Ja, der selige Volk Gottes braucht nur Gott und sonst nichts. Ja, alles andere, was er braucht, das wird Gott ihm zufließen lassen. Alle meine Quellen sind in dir, hat der David gesungen. Das Materialisten haben noch nicht begriffen. Im Gegenteil, fang an, dich zu freuen. Ja, nicht, wenn irgendwas Positives in deinem Leben passiert, sondern selbst wenn es nichts passiert, da passiert schon Großes. Danke Gott, preise ihn, rühme den Herrn. Ja. In Sprüche Kapitel 24, Vers 16 lese ich, denn der Rechtschaffene kommt immer wieder auf die Füße, so oft auch das Unglück zu Boden hinschlägt, aber die Unheilstifter kommen zu Fall und sie stehen nicht mehr auf. Freu dich. Ja. Die gläubige Seele freut sich alle Wege, egal wo. Nicht nur die Einleitung, die Asphaltstraße, die, wo der Teufel seine Reklame macht, verschießt, die ist asphaltiert, aber dann kommen diese traurige Strecken, die ist der holprige Weg. Ja. Der geistliche Mensch ist ein Artist, der jongliert, der hält sich übers Wasser. Christen sind Artisten, sie rappeln sich immer wieder hoch, Halleluja, und dann geht es weiter. Immer wieder das Wort Lob und Dank. Er sagt es in jeder Situation, egal wenn es noch so bitter schmeckt, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ja. Ja, du wirst glücklich, du wirst fröhlich sein. In Jesaja Kapitel 61, Vers 10, da lese ich, wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe, mit einem Kleid und mit einem Schutz und mit einem Mantel. Wir sind fröhlich wie der Bräutigam, der seinen Turmband umbindet, wie die Braut in ihrem Hochzeitsschmuck. Ja, wir sind glücklich und fröhlich, denn wie aus dem Boden Saat keimt und wächst, so lässt der Herr, der mächtige Gott, unser Glück wachsen und gilt. Ja, und gedeihen. Wir freuen uns und jubeln uns in Gott. Ja, freut euch, Philipper 4, Vers 4, freut euch alle Wege in dem Herrn. Ja, in dem Herrn. Sei nicht so mies. Heinrich Heine hat ein Gedicht geschrieben, zerschlagen ist die alte Leier. Ja, diese ganze Bettelmusik und so weiter. Ja, diese Leiermusik. Ja, hör auf zu leiern. Sei kein Ja, Mann, keine Leierfrau, hör auf zu, die ganze Leierei, kurbel dich an dieser Leier rum. Ja, zerschlagen ist die alte Leier. Der 1. Samuel, wenn wir da lesen, da ist ein Bericht von der Hanna, die war depressiv, betrübt und von ihrem Mann abgelehnt, verkannt, verachtet und sie ist trotzdem gesehen und hat trotzdem diesen Buben Samuel bekommen. Und dann sagt sie, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, der mein Haupt erhöht in dem Herrn. Ja, mein Herz ist fröhlich. Ja, und sie preist Gott weiter und sie singt weiter den Lobgesang. Der Herr tötet und macht lebendig. Der Herr, ja, begegnet einem im Totenreich und führt sie wieder herauf. Ja, der Herr lässt einen nicht in Stich und das ist so schön zu wissen. Lukas 10, Vers 20, da lese ich, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Du bist nicht hier in Deutschland registriert. Vergiss die ganze, dein Passport. Vergiss alles, dass du hier registriert bist. Das ist alles Quatsch. Wenn du stirbst, ist alles null und nichtig. Ja. Aber du bist im Himmel registriert. Und das ist das Wichtigste. Im Himmel bist du registriert. Reduziere nicht deine Freude nur auf dein Gefühl. Ja, freu dich. Mein Name steht im Himmel. Und in der Bibel heißt es einmal, ich will mich freuen. Halleluja. Freude hat etwas mit deinem Willen zu tun, mit deinem Umstand zu freuen. Ich will mich freuen. Wenn du dich nicht freuen willst, kannst ruhig missgrämig sein. Kannst ruhig traurig sein. Und kannst deine Traurigkeit mit ins Grab nehmen. Aber freu dich im Herrn. Ja. Und es ist so wichtig, dass du freust. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir Freude haben. Und ich danke dir, dass ich meine Geschwister ermutigen konnte, dass sie sich freuen können. Ja. Lieber Heiland, segne die Menschen, dass sie sich freuen können über deine Segnungen, über deine Gegenwart und dass sie die Gottseligkeit in sich haben. Und wir hören das schöne Lied, wie groß bist du, mein Gott, Halleluja. Und währenddessen möchten wir unser Opfer aufnehmen. Gott möge uns segnen. Amen.